Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, ich bin schon richtig früh draußen. Tag 2 meines kleinen Trippes. Heute geht's auf die Jocheralm hier beim Weichensee. Und so werde ich hier begrüßt. Ja, es ist fantastisch hier. Und heute gibt's wieder ein super schönes Abenteuer. Heute geht's in die Berge. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlasst und... Wie versprochen, heute geht's zur Jocheralm. Sind dann fast 930 Höhenmeter auf 13, 14 Kilometer. Ich werde es nachher unten genau einblenden und man fängt eben ein schönes Waldstück an. Gleich mal mit einem kräftigen Anstieg. Aber das wird heute eine richtig mega coole Tour. Die Jocheralm liegt hier beim Weichensee, Kochelsee. Und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ja, wenn man den Wald verlassen hat, gibt es wie hier einen schönen Blick auf den Kochelsee. Man muss sich nur umdrehen und erhascht hier wunderbar noch den Weichensee. Ja, dieser Jochberg liegt zwischen beiden Seen. Vor dem kleinen letzten Aufstieg zum Jochberg könnt ihr hier nochmal die bayerischen Voralpen genießen. Und glaubt mir, es sind wahnsinnige Eindrücke, die man hier erleben kann. Thank you.
Der Abstieg ist auch super interessant. Hier kommt er dann noch an der Alp vorbei. Wunderschön hier alles. Ich muss mich echt wiederholen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Kommt wirklich her. Das ist unglaublich schön. Allen geht es jetzt weiter ins Tal. Begleitet werde ich hier von Bäumen und herrlicher Aussicht. Ja, durch den steinigen Wald kommen wir langsam Richtung Walchensee. Und hier könnt ihr durch die Bäume schon den ersten Blick erhaschen. Nachher werde ich noch richtig toll am See entlang laufen. Das rundet diese Tour noch mal so richtig ab. Ja, jetzt bin ich am Walchensee angekommen und glaub mir, jetzt ziehe ich mir erstmal die Schuhe aus, die Kleinigkeit zum Essen und leg mich mal hier ein bisschen in die Sonne und genieße den See mit der tollen Aussicht. Ja, eigentlich hatte ich überhaupt gar keinen Bock mehr weiter zu laufen, denn die Sonne ist so herrlich. Aber hier am Ufer des Walchensees könnt ihr das türkisfarbene Wasser bestaunen und ist so schön, dieser Spaziergang hier am See. Wahnsinn! Ja, die bayerische Karibik, einfach eine Reise wert. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, meine Tour ist zu Ende. Ich habe einen wunderbaren Sonnenbrand bekommen. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen dran, ein bisschen mir was zum Essen zu machen. Und das, die zweite Tour hier in Bayern war heute die Jocheralm, Wallenseerunde vom Kochelsee. 13,3 Kilometer und 890 Höhenmeter. Es war von meiner Seite aus fantastisch. Den ersten Abschnitt so vom Fazit: volle Möhre berghoch, fast die 890 Höhenmeter an einem Stück in wenigen Kilometer. Oben auf dem Berg gigantische Aussicht und dann ging es dann bergab Richtung Walensee. Und wow, die Karibik hier in Bayern. Es war eine wirklich tolle Tour und cool, dass ihr mich immer so zahlreich begleitet virtuell. Und wie gesagt, wenn es euch mal möglich ist, kommt hierher in die Gegend, ist echt lohnenswert, also Respekt. Aber ich bin hier noch nicht zu Ende, aber wenn ihr wissen wollt, was meine dritte Tour ist, kann ich noch nicht sagen. Aber einen kleinen Tipp gebe ich euch. Man muss es einmal im Leben gemacht haben, so ist zumindest die Beschreibung. Aber wenn ihr wissen wollt, was es ist, dann wartet bis zum nächsten Video. Euer Stopp-Auszeit, Michael. Bye, bye.